Vedo mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tua chi ti ha la mente, cascetato fai sonna. Guarda qua questo giardino, senti siesti sue arance, un profumo così fino, tinto cuore se ne va. E tu dici io parto a Dio, ti allontano da sto cuore, da sta terra dell'amore. Tieni o cuore non torna. Voll schön, danke. Manu me la sa. Du hast Yoga aber auch nötig, ne? Warum jetzt? Naja, du bist schon eine ordentliche Wuchtbrumme, würde ich sagen. Wuchtbrumme? Also findest du mich fett oder was? Naja, nicht direkt fett. Aber ganz schön schwabbelig. Coco, wie oft werden die Decken denn eigentlich so gewaschen? Wenn du durch den Mund atmest bei dieser Übung, pass auf, dass du das auch wirklich aus der Mitte holst, weil du sonst hyperventilieren könntest. Also nicht so oft. Namaste. Morgen. Hallo auf Handy. Mami, kannst du es mal lassen? Nachher liegen hier überall deine Nägel rum, das ist voll eklig. In Deutschland sind immer alle so verkrampft. In Australien war das ganz anders. Da ging es nur um Liebe und gute Vibes. Ich war ja gerade da in Australien. Ne? Komm ja gerade erst wieder. Also, 2 Jahre war ich ja da. Ich war da mit meinem Freund, also es ist jetzt mein Ex-Freund, also der Malte. Da waren wir da, weil wir zusammen uns finden wollten, gemeinsam. Und er hat dann aber relativ schnell, also schon in den ersten 2 Tagen, so eine Kommune gefunden. Also nur für Männer und mit Männern. Aber es ist total schön, dass er ja, sich da entdeckt hat drin. Und ich bin dann eben alleine weitergereist. Und dann habe ich die Aborigines kennengelernt. Also es ist ein wirklich faszinierendes Eingeborenenvolk. Also von denen kann man wirklich noch was lernen, was Spiritualität und Naturkunde angeht. Und dann habe ich eine Totemreise gemacht. Also es kostet schon eine Stange Geld, aber ich wollte es auf jeden Fall machen für so eine Grenzerfahrung. Und es ist praktisch so, dass man dann da ja ausgesetzt wird, ne? In der Wüste. Alleine. Und dann
habe ich da halt mich selbst gefunden in der Wüste. Also so, weil ich, es war halt eine ganz tolle Persönlichkeitsentwicklung, die ich da durchgemacht habe. Ein richtig schöner Prozess. Ich habe dann da auch nach so ein paar Tagen ja alleine mein Totemtier gesehen. Ja, es war eine Eule. Das ist ein ganz weises, Totemtier. Ja, es war ganz toll. Es war echt eine schöne Erfahrung. Schön. Wollen wir da mal anfangen? Ja. Dann kommt man langsam immer mehr bei euch an, spürt die Auflagefläche von Beinen, Po, Füßen am Boden, richtet euch dann ein Stück für Stück in der Wirbelsäule auf, das Brustbein nach vorne, oben, lasst dann nochmal die Schultern sinken. Nehmt dann die Hände bitte vor der Brust zusammen. Atmet tief ein. Und aus. Tief ein zu Beginn. Entspannt ab an den Boden, gebt euer Gewicht ab und geht nochmal in Gedanken eure Körperteile durch, legt den Kopf schwer werdend ab an den Boden, spürt eurem Atem nach. Mit jedem Ausatmen werdet nochmal schwerer und gebt das Gewicht ab. Oh, Michael. Das war ja mal wieder nichts bei Yoga, ne? Wie? Was? Naja, du hast ja schon ordentlich einen weggeatmet, ne? Feuer. Schon ganz schöner Körper, Klaus. Und ich glaube, wahrscheinlich richtig schlecht im Bett. Echt, ne? Das Thema hat hier nichts zu suchen. Wie ist denn so das Feedback? Was? Was ist ein Feedback? Von den Ladies? Ja. Hattest du schon mal Sex? Ja. Michael, wo ist denn die Klitoris? Kennst du, oder? Klitoris? Sag dir was. Ja. Gehört zum weiblichen Geschlecht. Komm, setz dich doch mal hin. Ich muss jetzt los. Traust dich nicht? Nee, es hat nichts mit Traum zu tun. Ja, komm, kannst uns alles fragen. Also soll ich das mal aufmalen, vielleicht? Oh ja. Entschuldigung. Also guck mal, na, wenn sie so vor dir liegt, ja, dann sind das die Schamlippen, die äußeren. Das sind die inneren. Sieht alles immer anders aus bei Frau zu Frau. Und hier ist dann das Loch, wo du mit deinem Schwanz rein musst. Und hier oben, da ist die Klitoris. Ja? Das ist so ein kleiner Knubbel. Und wenn du da so ein bisschen dran rum machst, mit einem richtigen Druck und Geschwindigkeit und mit Spucke und so, dann kommt die Frau, ja? Und hier, wenn du hier reingehst in das Loch und dann 2 Zentimeter rein und so halt an der Wand, so die zum Bauch hingeht, ja? Also so, da ist der G-Punkt. Und wenn du den richtig nimmst, ne, dann squirtet die Frau vielleicht. Wie? Hast du schon mal erlebt? Mit der Frau. Was? Squirten? Weißt du, was das ist? Hast du denn gerade eine Freundin? Nicht, nee. Wie lange schon?
Ein halbes Jahr. Jetzt. Warum habt ihr euch getrennt? Sie ist fremdgegangen mit meinem Chef. Kein Wunder. Autsch. Wie lange wart ihr zusammen? Sieben Jahre. Also hast du 7 Jahre vielleicht den G-Punkt nicht richtig gemacht. Boah, dann hätte ich auch meinen Chef gefügelt, ganz ehrlich. Sag mal, hast du jetzt seit einem halben Jahr keinen Sex mehr? Nein. Hast du Lust auf Sex? Mit euch jetzt, oder? Nein, nicht dein Herr. Hol das auch. Brauchen wir eine Tüte neben dem Bett? Oh mein Gott, so, schau mal, wir müssen den querbeleben. Nein, nein. Dann liegt er wie beim Geld. War nur ein Spaß. Oder beim Lecken, dann war es so schön. War nur ein Spaß. Er steckt dabei. Ich will nicht verantwortlich sein. Ja, dann lassen die den Kaffee noch nicht drüber legen. Ich wünsche euch einen Tag. Oh mein Gott. Oh Gott, wer weiß, der Herr sticht ja nicht noch ein. Ja. Ja, Mimi, du, schwacher Moment gerade, ich weiß, wir sind verabredet, aber ich hab da wen kennengelernt, dass du, das ist nichts mehr mit uns.